Ihr wisst ja vielleicht, dass ich GHG im Namen habe. Das HG aus GHG kommt tatsächlich von hier. Das ist der Spielmodus, mit dem ich damals meine YouTube-Karriere gestartet habe, vor 12 Jahren. Ist crazy, ne? Also 12 Jahre klingt auch jedes Mal immer wieder aufs Neue brutal. Und, boah, 12 Jahre, Mann. Es ist halt... Warte, was? 12 Jahre? 12 Jahre, ja. Nee, weil ich habe gerade mein Alter gerechnet, also 18 minus 12. Du musst dir vorstellen, ich habe angefangen mit YouTube, da warst du 6. Digga. Stell dir mal einfach vor, ich hätte damals einfach so eine HG-Runde aufgenommen. Ich war 15 und hätte mit so einem 6-Jährigen geteamt. Einfach 6. So, was machen wir? Boah. Ich mach den Klassiker. Kangaroo und Sonic. Ja, okay. Ich würde fast schon Anti-Tower empfehlen, ne? Ja, hast recht eigentlich. Ja, also in den Runden, die wir so spielen, ist das meistens ein bisschen angenehmer. Boah, ich sag dir ehrlich, ich starte die mit 50. Mach das. Snack, danke dir vielmals für deinen 50 Recharge. Schön, ein Upstream. Danke dir. Yeah. Ich meine, wir haben mehr oder weniger über die Suppen gewonnen. Im Death Run. Ja. Also mehr oder weniger. Doch, ich würde schon sagen, es war ein Carry. Also ich hatte ja kein Essen mehr, ne? Also das hat was gebracht. Auf jeden Fall. Voll. Boah, ich werde late craften. Ich hoffe, mich wird keiner auscritten. Ich gehe Risiko. Boah, der Sumpf ist so... Puh, der ist so unangenehm. Ludo Magic in Berlin gesehen, na klar. Du warst auch immer dabei. Ich habe gesehen, das war von Rick, der Aufsteller, ne? Ich war nicht im Stadion. Wie läuft die Runde bei Wichtiger, ha? Bist du wieder gerespawnt? Ja. Wow. Mann, das war so low, Mann. Ich hab nicht mal meine Suits gecraftet und dann kommt da so jemand mit Holzschwert angelaufen, der nicht mal Suits hat, weißt du? Naja. Ich mach Comeback, warte ab. Ich meine, du kannst ja respawnen. Hast du schon Kill? Nee, ich arbeite dran, aber muss ehrlich sagen, ich glaube, mein erster Gegner ist keine schnelle Nummer. Hat OG-Cape. So, erstmal schöne One-Bar-Fights, auf geht's. Ja, Lieblingskämpfe. Ja, ich muss auch gerade alles kratzen, was ich hab, ne? Ja, oh mein Gott, ich bin so stolz, wow. Ich bin back im Game. Let's go. Drück mal Basti die Daumen, dass ich jetzt gerade auch nicht gleich raus bin. Mach ich. Er macht auf jeden Fall den Eindruck, dass er kratzen muss. HG Gott, danke. Ja. So, ja, das war schon. Bro, er hatte noch Stack. Was hat denn der hier gefarmt? Der hatte nach dem Kampf noch 50-50. Huh? Oh, okay. Wo kommen die Bowls bei dir mal hin? Links oder rechts, Mitte? Links. Ja, okay. Bei dir? Ich habe eigentlich nie darauf Wert gelegt. Ich habe eigentlich immer gedacht, also mir ist es eigentlich egal, aber ich fange jetzt auch an, dass sie immer ganz links sind. So gehört sich's nämlich. Dann rot, dann braun. Hab's gesagt. Ja, komm, ich fight nochmal gegen Blauer. Komm her, Blauer. Oh, da kracht's ja. Wo? Ist ein Viererfight, alle gegen alle. Ich gehe da mal schön rein. Gutes Battle Royale, ja. Nee, irgendwie der Skin ist mir nicht geheuer. Der Skin ist mir nicht geheuer.
Dieser eine Weizensamen provoziert mich so sehr. Oh, meine Hand tut echt gewaltig weh gerade, ne? Ja, Retalk, ne? Ich klick zu brutal, glaube ich. Ich muss ein bisschen chillen. Oh, ich liebe Kanga im Fight, wenn der Gegner wegläuft und du einfach drauf kängern kannst. Das ist so schön. So. Guck mal, bei mir läuft, hä? Sei überzeugt von dir selbst. Go. Schön. Legit, danke dir vielmals für den Super Producer. Habe früher gerne mal deine Super Talks geguckt, war echt toll, wenn man wieder sowas aufnehmen würde. Hi, was? Mann, ich finde das so krass, also das ist bei Super Talk. Oh Gott, ich track dich. Ich komm zu dir. Das ist euch immer so. Halt, nee, also die Talks können ja trotzdem existieren, aber es geht. Also, es gab jetzt halt nicht immer so HG-Gameplay. Also, klar, was klar. Die Ärzte sahen wirklich früher so aus, ja. Das ist, also, die Blöcke und so sind alles Vanilla. So sah es in der 1.8 aus. Kennst du die Ursprünge von HG, also wie es zu dem Konzept kam? Ja, das geht schon. Also, MC PvP war so das Ursprungs-Server-Netzwerk. Das hat so 2011 aufgemacht. Und, da war ich 5. Nee, hä? Doch. Doch, nee. Und, ja, egal, ja. Und es war halt einfach als Hunger Games sozusagen, aber wurde es auch beworben. Ich glaube, viele Leute wollten damals einfach Survival Games spielen, aber damals wurden halt auch diese SG1 Reidemaps und so auch einfach immer Hunger Games genannt. Und deswegen sind Leute, also damals, glaube ich, viele Leute auch auf HG so aufmerksam geworden. Aber eigentlich war es halt immer nur Hunger Games, halt ein ganz anderer Spielmodus. Der aber, ja, damals so den Ursprung in der amerikanischen Szene hatte. Wir haben es ja trotzdem damals auf den NA-Servern gespielt. So erst ein paar Jahre später gab es dann überhaupt erst EU-Server. Wir haben früher alle mit so scheiß Ping gespielt. Aber es hat uns so viel Spaß gemacht. Aber wie die genaue Entstehung so ist von 2011, das wüsste ich nicht mehr. Also das soll schon was heißen. Also wie das halt noch von davor war. So. Jo, ey, zeig mal her, was hier abgeht, ey. Komm, gib mal was ab, ja. Ich komm. Oh nein. Einmal ja, komm, das Weiden, ja. No. So. Ja, Freunde, das sieht nicht so gut aus. Ist da oben noch wer? Klar, guck mal. Echt? Schieß ihn mal ab, schieß ihn mal ab. Bitte. Ich war drüber. Na, jetzt zieht der rein, oh Gott. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Oh mein Gott, er fällt auch nicht runter. Letzter Pfeil. Oh, noch ein Pfeil. Jetzt aber, pass auf. Doch nicht. Okay, ich geb's auf. Oh nö. Nee. Das war ein Anker, Bassi. Ja, okay, also. Sorry, also. Ist auch nicht. Erstens, ich habe Anker eigentlich auf die Blacklist gepackt. Zweitens, wer towert als Anker? Bro, freshes Outfit. So, der Klassiker, das gute Essen mitnehmen. Er will's so haben. Zeig's ihm, ne? Boah, also dieses
ist es Magma, die ganze Zeit zu brennen. Ich spiele die ganze Zeit so mit Lava immer, aber ist ja voll anstrengend. Gibt's doch irgendwen, der nicht gut ist? Schüssel, komm her, komm. Das ist respektlos. War ein Gag, Schüssel, war ein Gag. Oh nein. Oh nö, ne. Ich heb die Schere, bitte. Oh oh. Mann, der hat halt ein scharfes Eins. Wie soll ich das tanken? Weil du wichtiger bist, ha? Achso, ja. Hopp, jetzt geht's. Opalala, sind meine Diamanten. Du hilfst mir! Also bei euch switcht aber auch das von ich töte dich zu hilf mir relativ schnell. Ja, es ist kompliziert. Ja, ja, ja. Das wollte ich sagen. Also 1,8 und Wasser, also wirklich Wassereimer und so, ich werde ja, damit ja, nicht mehr so. Hm. So. GG. Wollt ihr noch die Dia-Testplate verzaubern? Ohne, ne? Mal kommt Basti Cup 2, mal gucken. Also Tournaments oder so verlocken schon und so ein bisschen. Aber... ist halt auch immer wieder... Wir träumen, wenn sowas kommen würde, ne? Träumen oder träumen? Heulen und träumen und alles. Ja, mal gucken, es ist halt leider... Was war das, wenn du den gemacht hast? Das war doch... jetzt 19 oder... 2017. Ja, das war erst, was ich sagen wollte, aber hab's dann nicht gesagt, aber also... ja, krass. Ja, auf jeden Fall. Patrick und Kidox damals. Wichtiger. Wir brauchen mal einen Win für dich, ja? Ah, das habe ich schon, damit habe ich abgeschlossen. Nein, du wirst einen Win bekommen. Hol dir einen Pombeer-Sponsor. Stimmt, wir haben damals in dem ganzen Tournament die ganze Pombeer gegessen. Es wäre halt, also das wäre halt wirklich... ist auch hart respektlos ein bisschen, aber ich glaube, ich mache das hier. Was ist das beste Biom in HG? Kommt drauf an, zum Kämpfen halt einfach... solche ebenen Flächen, wie hier zum Beispiel. Aber an sich... klassischer Sumpf eigentlich, ne? Nicht Dschungel. Ja, Dschungel halt krass abhören zum Fighten, ne? Ja, ich habe so viel Stuff dabei. Alright. Wir müssen fighten. Aber schöne Cosmetics. Oh. Leute, für mich ein bisschen schlecht. Das sind die ersten HG-Erfahrungen und dann passiert das. Er hat nicht mehr die Dia-Hose rausgenommen. Ich aber. Jetzt war krass, dass er noch, also dass er überhaupt so lange jetzt noch in der Runde war und nicht schon längst von irgendjemand weggecrittet wurde. Boah, Sakurai hat doch bestimmt richtig Bock, jetzt gegen einen Full-Dia-Basti zu fighten, der mit Lava und einem Dia-Sharp 1 ankommt.
für ein Schwert? Stein? Meine Lava. Oh. Sorry, also ich bin jetzt ein bisschen unsatisfying an. Also mein Inventar ist ein bisschen zu. Bro, ich spiele gerade halt Retalk in den UAC, ne? Wieder so eine Sache. Boah, Magma ist wirklich... Magma in Zukunft auch auf Blacklisted. Weißer Hai. Wenn du jetzt gejokert wirst, ich würde es hassen, ne? Alle Kids, die Basti gefährlich werden, blacklisten. Nee, die nicht dazu fördern, dass es ein geiler Kampf ist. Die zu einem geilen Kampf bringen. Joker, schaffelst du dein ganzes Inventar so richtig unangenehm durch und zerstört die Ordnung. Ist das so ein Wrestler-Skin? So zwei Blöcke neben, Wasser. Erstmal Lava setzen. Ey, Primo, Brawl Stars. Und die Lava einsammeln. Das Problem ist, auf lange Sicht wird meine Lava, wird meine Armor so hardcore gedrained. I don't like it. Ich weiß, dass ich Spam hab.
Boah, stark, Basti. So und nicht anders. Schöner Fight. Wie viele Kills? 8. Boah, geil. Außerdem, ich sag dir ehrlich, meine Finger fallen mir gleich ab. Ich weiß nicht, ob ich bereit bin noch für den Kampf. Muss ich mal die Rüstung da inspizieren? Nee, ich glaube, mit der Rüstung habe ich echt keinen Bock mehr auf den Kampf. Ja, mach Minigame, ja. Oder? Mach das Game mit der Lava da. Kennst du das? Ja, ich habe nur leider keine Lava. Oder mach... Boah. Ja, genau so, genau so. Good old, old school stuff. Oh, jetzt geht's ab, jetzt geht's ab! Auf wessen Seite ist der HG-Gott? Oh mein Gott. Oh mein Gott. Komm, Basti, komm! Oh, Gott. Oh nein. Bro, er scheint sehr stark zu sein. Komm, Basti, komm! Basti! Ich block es. Deine Aura ist zu stark. Wenn es TNT zündet, dann werfe ich mich einfach mit der Enderpelle weg. Bro, das sieht schon bosshaft aus mit deinem Stuhl, ne? Boah. Come on. Spürst du's? Ich weiß nicht, es wird langsam ein bisschen sehr warm bei mir. Ja. Bei mir ist aber es richtig warm. Komm. Vielleicht ist es aber auch gleich der nächste Win, ne? Krieg dich mal aus, wenn wir jetzt mit dem Sharp 1. Das Ding ist halt, bei Leuten wie Austin oder so, wird es halt nach hinten losgehen. Weißt du, wie unangenehm das dann ist? 3, 2, 1. Ich sag ehrlich, Pit wird als erstes kommen, ne? Es könnte eventuell passieren, ja. Ja, dann macht Lava und der Erste, der Full Recraft wegcraftet, weißt du? Und dann ist der Mann random. Okay. Oh mein Gott, es ist genau gleich. Oh mein Gott. Oh mein Gott, Basti. Ja, es... Nein, jetzt hopp, HG-Gott! Eins brennt! HG-Gott. HG-Gott hat mich im Stich gelassen, oh. Mann. Krass. HG-Gott.